Lektion 308. Dieser Augenblick ist die einzige Zeit, die es gibt. Ich habe mir die Zeit in einer solchen Weise vorgestellt, dass ich mein Ziel vereitle. Wenn ich beschließe, über die Zeit hinaus die Zeitlosigkeit zu erreichen, muss ich meine Wahrnehmung dessen, wozu die Zeit dient, ändern. Der Zweck der Zeit kann nicht der sein, Vergangenheit und Zukunft als eins zu erhalten. Das einzige Intervall, in dem ich von der Zeit erlöst sein kann, ist jetzt. Denn in diesem Augenblick kommt die Vergebung, um mich zu befreien. Christi Geburt ist jetzt, ohne eine Vergangenheit oder Zukunft. Er ist gekommen, um der Welt seinen gegenwärtigen Segen zu geben und sie der Zeitlosigkeit und Liebe zurückzuerstatten. Und die Liebe ist allgegenwärtig, hier und jetzt. Vater, ich sage Dank für diesen Augenblick. Eben jetzt bin ich erlöst. Dieser Augenblick ist die Zeit, die du für die Befreiung deines Sohnes und für die Erlösung der Welt in ihm bestimmt hast. Lektion 308. Dieser Augenblick ist die einzige Zeit, die es gibt.